Post-Credits des Thomas Gottstein ging, Chaos existiert immer noch. Das Prinzip von zu groß, um zu scheitern, liegt am Rande einer Klippe. Danny Schlumpf. Credit Suisse getrennt von CEO Thomas Gottstein. Sein Nachfolger Ulrich Körner soll ein Haus befreien, das von Investmentbanking und der Ausweitung des Vermögensmanagements gefallen ist. Bloß, Veränderungen in dieser Strategie wurden sehr oft angekündigt, sagte der Analyst Andreas Venditti von Vontobel. Relativ ein wenig passiert. Was jedoch schwerer ist, ob Investmentbanking oder Asset Management, es gibt die gleiche Risikokultur. Dies ermutigt die CS-Banker mit exorbitanten Boni für Geschäfte, die in den dunkelsten Ecken der Finanzwelt mutiger werden, Steuerbetrug, Korruption, Geldwäsche, Spionagebank verlässt den Skandal nicht. Die Rona-Ära. Die Risikokultur ist jedoch kein Problem in den Richtlinien für neue Saatgut-Strategien. Dies ist solide und optimiert, schrieb Credit Suisse. Es gibt keine bessere Zeit für Banken, um dieses grundlegende Problem zu lösen. Weil Thomas Gottstein der letzte einflussreiche Vertreter der Rona-Ära ist. Der Anwalt von Urs Rona wurde 2011 Präsidentin der Credit Suisse. Als die Bank in den USA im Jahr 2014 wegen steuerlicher Hilfe in Milliarden von Bussen in den Vereinigten Staaten zusammengefasst wurde, sagte Rona, persönlich haben wir eine weiße Weste. Diese unverantwortliche Kultur ist für CS, Führer entschlossen, der Skandal ist gestapelt. Bisher hat die Bank den 11 Milliarden Franc Bus gezahlt. Jetzt repräsentiert er dafür mehr Milliarden. Anzeige. Im Jahr 2021 war Urs Rona nie verantwortlich. Stattdessen erhielt er 42 Millionen Franken für das Jahrzehnt der Katastrophen. Was die Führungskräfte der Credit Suisse in den letzten Jahren erreicht haben, sind die Wangen, sagte das Mitglied des FDP-National Council und der Unternehmer Matthias Jauslin. Es gibt keinen Firmenchef in der Branche oder im Handel, der diese Zahl auszahlt. Diese kranke Bonuskultur ist auch eine Beleidigung für viele Bankangestellte, die jeden Tag gute Arbeitsplätze für normale Löhne machen. Aktionäre müssen handeln. In der politischen Intervention in der Bonusstruktur hält Jauslin es falsch, es ist die Pflicht der Aktionäre, Ereignisse zu beenden. Zu großen CS-Aktionären gehören jedoch Namen wie Harris Associates oder BlackRock. Sie sind Teil von hohen Finanzen, sie stellen das Vergütungssystem kaum in Frage. Seit Anfang 2022.